Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. So, in der letzten Folge haben wir Mr. Andersons Helm gefunden, aber wir müssen jetzt anscheinend noch sein rechtes Handgelenk finden. Das Security-Gebäude ist jetzt zugänglich. Ich empfehle Ihnen dort mit der Suche nach dem Gerät zu beginnen, während ich die ringförmige Struktur hier scanne. Genau, BT hat es eh schon gesagt. So, das werden wir jetzt mal schauen, dass wir das hinbekommen. Und rein hier. Okay. Boah, weiter geht's wieder runter, Mensch. Unbefugter Mitarbeiter entdeckt. Automatisiertes Sicherheitssystem aktivieren. Was? Alter, was ist hier los? Okay, ich muss hier irgendwo rein. Okay, die sind anscheinend irgendwie so ein bisschen behindert oder so. Ja, ich geh weg. Geh mal hier rüber. Das ist aber Ruhe hier. Alter, was ist denn los? Einfach mal durch. Eindringlinge Security-Gebäude. Zielperson verfügt möglicherweise über Tarnvorrichtung. Verstanden. Laserfelder sind online. Eingreifteam ist unterwegs. Alter, das ist echt heftig. Ah, da ist er auch schon, glaube ich, oder? Der Mr. Anderson? Tut mir leid, Anderson. Alles klar. Drücke 1, um die Zeitreise zu machen. Ah, alles klar. Alle Zivilmitarbeiter und Forschungsteams möchten sich aufgrund einer geringen Sicherheitsverletzung bitte zunächst gelingen.
Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Richtig nice. Hab ich zuletzt in der Nähe der Wildtierforschung gesehen. Lass mal lieber mal. Muss ich irgendwie durchkommen. Evakuiert die restlichen Eierköpfe und treibt ihn in die Enge. Okay, da kommen wir. Lass mal lieber mal. Gehen wir mal hier weiter. Ah, okay. Die Geschütze am südöstlichen Korridor. Wir haben einen schwer bewaffneten und gefährlichen Eindringling. Da wir verfügbaren Einheiten sind, die östlichen Aufbrüche auf 4-4. Verstanden! Boah! Alter! So, dann schauen wir hier was. Gib mir die Position von dem Kerl durch! Nach hinten sichern! Was für ein Ding? Da muss ich hoch, oder? Eindringling geordnet! Wir müssen hier weg! Wir machen weiter. Der Test muss abgeschlossen werden. Ein Teil von Andersons beschädigtem Protokoll könnte hierfür relevant sein. Aktiviere Wiedergabe. Anders Protokoll 341. Die IMC hat tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Sie haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Anderson out. Okay, wo geht's hier denn weiter? Hier ist zu. Okay, schauen wir mal hier weiter. Wir wischen die Macht der Lade jetzt. Testen eine
Eine zweite Chance kriegen wir vielleicht nicht. Zulu 6, bereiten Sie die Lade für die Verlegung vor. Feuert, bis der Kill geschlecht wird! Das ist komplett falsch gewesen, ich dreh durch. Da ist der Pilot! Über? Nee, war richtig. Das ist Protokoll 342. Die Energiequelle der Faltwaffe wird die Lade genannt. Sieht nicht so aus, als hätten sie das Gehäuse perfektioniert. Hier ist nichts. Die Lade muss woanders sein. Anderson out. Ladetransferbereit und unterwegs zur Testkammer. Spinnviecher, hey, furchtbar sind die. Richtig nervig. Durch. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Okay. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Ey, 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 okay. Muss ich denn darüber überhaupt? Kann ich hier lang gehen?
Okay, ich muss irgendwie das Seil da. Okay, da hinten sehe ich was. Aber da komme ich nicht hin, oder? Alter, wo kommt der denn hier jetzt auf einmal? Ich weiß nicht, ob ich unten mal reingehen sollte. Ein paar Waffen noch holen und so. Schaffe ich doch niemals. Schaffe ich doch niemals, Leute. Nein. Einfach stehen bleiben. Nein. Ich müsste eigentlich von hier oben, glaube ich, abspringen, das wäre noch besser. Beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der aktiven Ringe. Ich soll was? Hätten wir die Energiesignatur der Lade, könnte die Miliz ihre aktuelle Position in der Gegenwart ermitteln. Wollte gar nicht wechseln. Ich würde sagen, machen wir an der Stelle schon wieder einen Cut und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid, Leute. Würde mir alles sehr, sehr helfen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.